Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ja, ich wechsle meine Stürmer mittlerweile wie meine Unterwäsche. Oder häufiger. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade nicht so frustriert, muss ich zugeben. Weil ich glaube ich einfach, da ich damit, mich damit abgefunden habe, ich kann auch ohne einen überragenden Stürmer spielen. Also mein Spiel geht dann scheinbar auch viel über den ZOM, über andere Spieler. Das ist nicht so schlimm. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich sehr kombinatorisch momentan unterwegs bin und wenig in die Spitze breche und da dann das Tor versuche zu machen. Deswegen, ich bin nicht mehr ganz so angepisst. Oder ich bin echt gar nicht angepisst. Ich hätte natürlich trotzdem lieber gerne einen Stürmer, der ein bisschen Scorer-Punkte macht, aber ja, ich probiere jetzt nochmal Second in vom Hernandez, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob er sich besser angefühlt hat. Modest ist halt der, der sich echt gut anfühlt, der eine gute Präsenz mitbringt auf dem Spielfeld. Das merkt man halt wirklich. Den habe ich jetzt immer noch in der Hinterhand, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber Second in vom Hernandez, der hat zwar in dem einen Spiel direkt zwei Scorerpunkte gemacht, aber trotzdem vielleicht, ich will ihn einfach mal testen, ist ja scheißegal warum. So, da haben wir ein eher Low-Budget-Bundesliga-Team mit einer Dreierkette. Vielleicht kann sich da ja Second Info Hernandez gerade durchsetzen, weil er weniger Spieler vor sich hat, wo er sich durchwursteln muss. Aber in erster Linie erstmal gut spielen, anständig spielen, irgendwie versuchen, die Pässe von außen wieder in die Mitte zu bringen. Ich verstehe das einfach nicht. Also es muss irgendwas gepatcht worden sein, dass das schwieriger geworden ist. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Mittlerweile ist ja ein Pass in die Mitte eigentlich fast genauso schwachsinnig wie eine Flanke in die Mitte. Oder ich spiele sie halt komplette Banane, ich weiß es nicht. Irgendwas muss ja falsch laufen. Aber egal. Warum hat er denn jetzt die Zeit abgewartet, um dann doch direkt anzuspielen? Okay, also ein Trickster. Komm, lass mal ihn einfach mal ein bisschen rumalbern. Lass mich einfach mal ein bisschen rumalbern und dann halt aus 100 Metern Entfernung ins Nichts schießen. So, Chicharito ist halt recht klein und ich habe gemerkt, dass Sprungkraft komplett scheißegal ist. Oder halt auch nicht. Oh, den hätte er mal gerne machen dürfen, den Chicharito. Aber ich dachte, jetzt kommt ein normaler Schuss besser als ein Flachschuss. Aber wie gesagt, das war eigentlich so ein Ding, wo ich sage, ist nicht das allerleichteste Tor, aber erwarte ich eigentlich mit jemandem mit seiner Abschlussqualität und mit einem starken Fuß, weiß ich nicht, also das muss er eigentlich machen. Also er muss ihn nicht machen, aber es ist schon einer der, wo ich hoffen würde, dass er oft reingeht, sagen wir mal so. Schade. Aber gute Chancen, ich bin jetzt schon mal rausgespielt, das gefällt mir. Ah, kein Elfer, aber ich glaube, er hat auch den Ball gespielt. Aber es geht sehr gut. Jetzt müssen wir aber halt auch mal ein Tor machen bei der Druckphase. Es kann nicht wieder sein, dass wir wieder unendlich Druck machen und kein Tor generieren. Sehr gut von Vidal. Mein Spieler wurde gerade gefoult. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, aber da wurde gerade ein Spieler von mir gefoult. Aber auch ein schwieriger Pass, aber trotzdem natürlich ärgerlich.
Ich wollte mal so in die Medizin. Wenn das geklappt hätte, der Pass, wäre es halt extrem geil und gefährlich geworden. Oh, das macht er gut. Da hat er dann wieder Glück. Oh. Er darf mit seinen Billigtricks nicht so einfach durchkommen. Muss man ein bisschen besser verteidigen. Und wie gesagt, wir hatten die Druckphase am Anfang. Ich will, dass wir jetzt das Tor machen. Wir haben auch das viel bessere Team, also alleine schon was individuelle Klasse angeht. Leider nicht zum Schuss mit Chicharito, wie es halt auch so oft ist. Einfach mal nur schießen können, es wäre so geil. Also Berbers scheint auf jeden Fall ganz hoch im Kurs zu stehen bei ihm. So ein ultra schlechter Pass von Vidal, das ist unglaublich. Einfach mal ein Draufbrennen mit Reus. Das macht er den Fehler das zweite Mal in Folge. Weiß ich nicht, wo er den Pass hinmacht. Ich mache ihn nach hinten, nicht nach vorn. Man muss aufregen wieder. Er muss aufhören, mich wieder über die Kleinigkeiten aufzuregen. Das war kein Foul. Das war sowas von kein Foul. Das war ein Foul. So, jetzt machen wir wieder mal das Tor. Jetzt machen wir wieder mal einfach das Tor. Das war wieder keins. Okay. Jetzt machen wir bitte mal das Tor. Boah, wir haben so gute Chancen gehabt. Wir hätten einfach nur mal das Tor machen müssen. Komm schon. Konzentrieren, weiter so spielen. Nach hinten definitiv noch besser verteidigen. Das hat mir noch nicht gefallen, wie wir die Tricks des Gegners verteidigt haben. Das geht auf jeden Fall besser. War so natürlich nicht geplant. Ich wusste aber auch nicht, dass ich durch bin.
Hat er gut antizipiert. Mal wieder nicht so verteidigt, wie ich mir das vorstellen. Natürlich wird der Schuss wieder geblockt. Schön rausgespielt. Ich wechsle mal. Ich versuche mich gerade echt zu konzentrieren. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr Druck ausübe, aber das Tor fällt halt einfach nicht. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Ist das denn das Pech? Ich meine, wenn ich immer geblockt werde beim Schuss oder halt zu oft, wann komme ich mal frei zum Schuss? Ich verstehe das nicht. Spielen denn die Gegner alle so defensiv, dass da immer 100 Mann rumstehen? Also ich kann mir gerade nicht erklären, woran das liegt, dass die ganzen Schüsse immer geblockt werden. Das ist so das Hauptproblem, warum ich glaube ich keine Tore mache. Weil einfach jeder verfluchte Schuss geblockt wird. Oder halt gefühlt jeder verfluchte. Zum Glück, zum Glück. Traxler hat einen guten Distanzschuss. Seine Schüsse werden natürlich nicht immer alle geblockt. Das ist auch so ein Problem. Einfach konzentrieren und dranbleiben. Wenn wir jetzt in der späten Phase noch ein Tor machen, dann ist es halt der perfekte Zeitpunkt, weil der Gegner nicht zurückkommen kann. Macht er leider gut. Latzerzeit.
Oh, ich dachte halt echt, wir schaffen es. Nice. Fuck, das wäre ein wichtiges Tor gewesen. Verlängerung. Nicht ganz verdient. Ich denke schon, ich hatte leichte Vorteile. Auch wenn der Gegner gute Abschlüsse hatte, glaube ich schon, dass ich gefährlichere hatte. Die halt einfach immer geblockt wurden. So, jetzt machen wir das Ding einfach hier klar. Ich komme zum Schuss, was passiert? Er wird geblockt, der Schuss. So ein beschissener Idiot, der Pissjack. Ich könnte schon wieder kotzen, ey. Sehr gut gemacht von Latza. Schlechte Ballannahme von Chicharito. Alter Müller, was ist denn das für ein Pass? War ein normaler Pass. Er macht so einen rotzefrechen, straffen Pass draus. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass die Einwechselspieler auch Fitnessprobleme haben. Zumindest was so die Pässe und sowas angeht. Oh, ich habe dreimal auf Passen gedrückt. Und immer, weil so ein scheiß Gegenspieler dran war. Ja, es wäre mittlerweile verdient, das 1-0 für den Gegner. Immer weil so ein scheiß Gegenspieler dran war, macht er den Pass nicht. Und ignoriert meine Eingabe. Die Pässe. Das ist halt wieder so eine... Oh, wo passt er denn hin? Das ist wieder so eine Verlängerung, weil scheinbar wieder alles komplett anders jetzt läuft. Hör doch mal auf mit deinen verfluchten Distanzschüssen, ey. Kriegt er natürlich wieder eine Ecke geschenkt. Einfach konzentrieren, es steht 0-0, wir können immer noch das Tor schießen. Das sollte da nicht hingehen. Ja, leider in der Verlängerung wäre es jetzt verdient, wenn der Gegner 1-0 führt. Ich muss es leider so sagen, weil bei meinen Spielern wieder gerade so gut wie gar nichts mehr funktioniert. Das ist direkt das nächste Beispiel. Er sollte einen Direktpass auf Pisscheck machen. Was macht er? Er dreht sich, lässt den Ball irgendwie... Jetzt muss ich mal kurz konzentrieren. Schade. Komm jetzt einfach mal ein Tor nach einer Ecke, es kann nicht so schwer sein. Haben es doch nur schon ein paar Mal hingekriegt. Oh, tränkt mich ab, Sanchez. Fuck. Alter, es wäre so verdient, es wäre so verdient. Es war zwar keine optimale Abschlusschance für ihn, aber er hat jetzt zweimal Alu geschossen, natürlich wäre es verdient.
Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wieso, weil wir waren definitiv in den 90 Minuten der bessere Spieler. Aber es passieren halt wieder so viele Kleinigkeiten, Fehler, also ich weiß nicht wieso. Und die sorgen eben dafür, dass der Gegner hier die Überhand gewinnt und jetzt eigentlich verdient 1-0 mindestens führen müsste. Komm wieder nicht zum Schuss, weil der Gegner es einfach verdammt nochmal schafft, perfekt in meine Laufbahn zu gehen. Oh, Piszczek hat gar keine Ausdauer mehr. Ja, es gibt das nächste Elfmeterschießen, zweimal in Folge. Oh, ich habe kein gutes Gefühl, man soll immer positiv denken, aber ich denke, jetzt kriege ich aufs Maul, zumindest nach der Verlängerung ist es auch verdient, aber konzentrier dich, verschieß keinen, versuch die von deinem Gegner zu halten. Okay, komm schon. Konzentrier dich. Konzentrier dich einfach. Konzentrier dich, verschieß keinen. Wichser! Fuck you! Fuck! Hat er den mit Absicht verschossen? Das sah ja fast so aus. Gott, wir haben echt gewonnen. Alter, warum ich so ausgerastet bin bei dem letzten Elfmeter mit dem Wichser Fuck You. Ich habe gedacht, wir haben schon verloren, deswegen bin ich so ausgetickt. Normalerweise versuche ich einmal ruhig zu bleiben bis zum Ende, aber ich habe echt gedacht, wir haben verloren. Okay, das Elfmeterschießen haben wir auf jeden Fall verdient gewonnen. Der Gegner hat 3 verschossen. 2-mal Alu und 1-mal sonst wohin. Keine Ahnung, wo den hinhauen wollte. Aber verdienter Sieg vom Elfmeterschießen her. Verdient der Sieg, was die 90 Minuten angeht, und die Verlängerung, da hat halt ihm gehört. Also ich denke, im Groben und Knappen kann man sagen, es war schon ein verdienter Sieg für mich, aber naja. Hernandez hat sich gut angefühlt, genau wie Modest. Fühlen sich eigentlich beide ganz gut an. Hat Präsenz gezeigt, kam auch zu Schüssen, aber keiner davon ging auch nur ansatzweise aufs Tor, deswegen. Also das heißt aufs Tor, es sind alle geblockt worden, deswegen das gleiche Problem. Also das ist das Ding, ich kann gar nicht so richtig sagen, welcher meiner Stürmer besser ist, weil die kommen ja einfach nicht zum Abschluss, nicht zum Abschluss aufs Tor, wird da immer geblockt, das ist das Problem. Gold 1! Alles, was wir jetzt noch bekommen, ist Bonus, das ist schon mal schön. Aber egal, konzentriert weiterspielen, wir haben jetzt ja jedes Elfmeterschießen gewonnen, das ist schon mal krass. Oh, fickt euch mit eurem Fuß, ey, wie mir das auf den Sack geht. Meine Fresse. Gehen wir mal erst einen kleinen Vertrag. So viele kleine haben wir auch gar nicht mehr, sehe ich gerade. Und Müller, ja, den können wir auch einen großen geben.
So. So. Dann müssen wir wohl eine Heilungskarte nehmen, weil ich will ja niemanden anderes hinstellen. Gehen wir ihm einfach jetzt Fuß. Dann geht's weiter. Okay, Konzentration hochhalten. Also wir haben zwar leider kein Tor aus dem letzten Spiel gemacht, also aus dem Spiel heraus, aber ich denke, die Konzentration haben wir hochgehalten und ich habe bis zum Ende nicht aufgegeben. Moment. Und dass wir dann im Endeffekt, ich glaube, das vierte von vier Elfmeterschießen gewonnen haben. Naja, das bedeutet natürlich, dass wir ein bisschen Glück da haben, aber ich denke, wir haben auch nicht die Nerven verloren, weil der Gegner hat, wie gesagt, drei verschossen. Er hat auch zwei gehalten, aber zwei gehalten bedeutet ja, ich habe erstmal zumindest irgendwie in oder aufs Tor geschossen. Aber er hat halt drei von alleine verschossen. Also er hat drei ans Alu gesetzt, zwei ans Alu und einen komplett weg. So, von daher. Das sind wohl die Nerven mit ihm durchgegangen, aber das muss er sich dann leider selber vorwerfen. Und da ich die längere Spielzeit, die 90, denke ich, der bessere Spieler war. Vor allem die Anfangsphase. Oh mein Gott, haben wir Druck gemacht in der Anfangsphase. Und wieder mal kein Tor erzielt. Das ist aber auch so schwer. Auch Chicharito im Sturm, aber ich habe halt die Second Info, sehr low budget, das Team. Ich hoffe, er spielt nicht gut. Das ist auch so krass. Haben wir überhaupt mal ein 2-0 geschafft? Oder ein 3, jedenfalls ein 3-0? Oder wir haben keine drei Tore in der kompletten Weekend League geschossen. Aber konzentrieren, defensiv gut stehen, offensiv gut stehen. Da haben wir ein bisschen Glück. Ach, das war ein Team, wo ich sage, dagegen spiele ich gern, weil es ein schwaches Team war und wir kriegen natürlich den Lauf. Ich wette mit euch, jetzt bekommen wir wieder das absolute Überteam mit 1 Million Informs drin etc. Es wird sowas von so kommen. Bin mir so sicher. Ich verstehe nicht, warum jetzt der Abbruch gekommen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Bei so einem Team, bei so einem Gegner. Oh, ich wüsste einfach so gerne, was da los ist. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist jedes Mal so. Wenn ich ein Kack-Team als Gegner bekomme und es gibt am Anfang den Abbruch, dann kommt danach immer das absolute Überteam. So als wenn sich das Matchmaking denkt, oh Scheiße, jetzt haben wir gerade Mist gebaut und haben ein schwaches Team mit einem gutes zusammengelost. Wir brechen mal ab und geben ihnen jetzt ein richtig krasses Team. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Egal, wir können auch gegen krasse Teams gewinnen, da fühlt sich umso besser an, konzentrieren. Und einfach jetzt konzentriert nach vorn spielen. Und das Ding ziehen. Oh, krass gehalten von Leno. Krass gehalten von Leno. Aber wenigstens sind wir mal nicht geblockt worden. Das ist doch schon mal schön. Wenigstens sind wir nicht geblockt worden. Ja, war ein Foul von mir. Gebe ich zu. Da bin ich einfach zu grob rein. Auch schon wieder interessanter Freistoßpfiff, wie ich finde. Oh, was hat er denn vor? Was sind das für Experimente hier, verdammt? Meine Fresse! Stundenlanges Rumgealber für so einen Dreck dann wieder. Und es funktioniert. Fick dich. Egal. Können wir nichts machen. Einfach nur Lucky, Flanken, Kopfballtore. Scheißegal. Haben noch genügend Zeit, das zu drehen.
Ruhig bleiben, ist nichts passiert, steht 0-0. Die Flanke hat er auf Garanti auch nur gespielt gehabt, weil er nicht wusste, was er sonst machen soll. Ich bekomme gerade jedes Mal Chicharito nicht mehr ausgewählt. Also ich habe ihn am Anfang und dann wechselt das immer auf irgendjemand anderes. Das nervt so dermaßen, weil ich nichts mehr machen kann mit ihm. Und auf den flanke ich ja logischerweise. Ganz in Ruhe. Mindestens ein Lackertor machen wir auch, von daher gibt es hier gleich den Ausgleich. Wieder wird der Schuss geblockt. Oh. Ich muss, glaube ich, dann erstmal eine Aufnahmepause machen, weil mittlerweile regt mich einfach nur die Tatsache auf, dass die Schüsse alle geblockt werden. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Also irgendwann muss es doch mal aufhören. Ach du Scheiß. Wer so verdient das 2-0? Das war so dumm von mir gespielt. Liegt vielleicht daran, dass ich mich gerade einfach innerlich aufrege über diese Scheiße, dass jedes Mal die Schüsse geblockt werden. Ich traue mich schon gar keine Strafenpässe mehr zu machen, weil ich immer Angst habe, dass die dann wieder irgendjemanden im Mittelfeld anspielen. Ja, das war jetzt gerade so ein Verzweiflungsschuss, ich weiß auch nicht. Ja, weil ich so dachte, fuck you, ich will auch mal schießen, ohne dass es geblockt wird. Ich sag ja, es regt mich halt, ich bin gerade ein bisschen angepisst deswegen. Schön, dass das auch mal gepfiffen wird. Probier es nochmal außen rum. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber. Ja! Es klappt! Oh mein Gott! Es klappt! Ach du Scheiße, ich hab's schon gesehen, als der Schuss abgefeuert wurde. Wie geil ist das denn? Es hat wieder geklappt, mein zweiter in Folge. Er hat aber halt auch den Fehler gemacht und seine Mauer noch ein Stück weiter nach links geschoben. Vielleicht hätte es uns nicht geklappt. Sehr geil, schön außen rum gekürt und dann unhaltbar rein. Unglaublich geil. Oh ja, Baby. Und das war kein Lackertor. Also, gut, wenn man jetzt sagt, es gehen halt eh fast nie die Freistöße rein, dann kann man schon sagen, dass es lucky ist, aber ich habe ihn ja einfach schön ausgeführt, würde ich sagen. Sehr geil. Oh, das ist ein bisschen angepisst. Wenn wir jetzt ein 2-0 machen, das wäre so nice. Oh!
Dass das so gefährlich kommt, hätte ich nicht gedacht, weil er war meiner Meinung nach nicht straff genug aufgezogen. Aber jetzt ist natürlich Reus mega heiß und will noch einen machen. Sehr gut für einen Pisscheck. Schade. Ach, wir sind auf jeden Fall gerade im Aufwind. Komm, jetzt noch so ein Ding machen. Komm schon. Nicht erzwingen wollen, einfach schön kombinatorisch rausspielen. Gefälscht. Aber geil, es war mal ein straffer Pass, der ankommt. Nice. Oh, was für ein geniales Tor. Was für ein geniales Tor. So geil. Oh, nice. Come on, baby. Weiter geht's. Jetzt drehen wir das Ding. Komm schon. Ich habe das Gefühl, der Gegner wird schwächer. Also es scheint ihn schon mitzunehmen. Macht er wieder so eine merkwürdige Grätsche. Alter, war das knapp. Oh, ich wollte schon abbrechen, aber ich bekomme noch einen Freistoß, sehr schön. So, die werden wir einfach lang und weit reinbringen, denke ich. Hat leider nicht geklappt. Auch nicht so ein Dribbelverliebter, glücklicherweise. Oh, das war wieder mein Fehler, weil ich schicke die Leute in den Lauf und es geht halt niemand in den Lauf und ich warte zu lange. Ich muss halt einfach eher raffen, die machen nicht, was du willst. Mach was anderes und das mache ich halt nicht. Das ist wieder mein Fehler gewesen. Ganz in Ruhe, es ist nichts passiert, es steht unentschieden. Es sind jetzt ein paar Fehler gewesen von dir, aber die haben zum Glück nicht zum Gegentor geführt. Werde ich leider festgehalten. Kommt den Pass nicht mehr hin. Schwach. Zum Glück ein schlechter Abschluss. Ich muss halt das lange Eck wählen. Das gefällt mir nicht. Die Ecken sind viel zu gefährlich gegen ihn. Tickt so aus, wenn wir das zweite Tor machen. Ich wechsle mal. Ich weiß, dass der ist so aggro gerade. Er wird so ausrasten. Scheiße, ich dachte, wir können noch ein paar Meter gehen.
Oh, schöner Schuss von Müller. Das hat nicht gereicht. Die Ecken, ich weiß auch nicht. Mit Chicharito fühle ich mich irgendwie nicht so wohl. Er setzt sich einfach so selten durch. Es war auch noch Chicharito, na geil. Elf. Oh, fall hin! Fall hin und es gibt 11 Meter, ohne Scheiß! Fall hin und es gibt 11 Meter, ey. Ich komme wieder nicht zum Schuss! Scheiße! Ich wollte einfach mir nur die Zeit nehmen und wirklich ganz in Ruhe zielen, damit er jetzt keinen Scheißschuss raushaut. Und was macht er? Er schafft es echt noch, mich zu blocken. Ja, ich wusste nicht, dass Ribéry den so blöd annimmt und dann aus der Drehung kommt. Nice one, Hummels. Also das Spiel ist viel zu aufgeregt. Es ist viel zu aufgeregt, also viel aufgeregt, als es sein müsste. Der Gegner spielt überhaupt nicht so gut. Oh, ey. Was meine ich hier? Solche Scheiße passiert die ganze Zeit. Die halt einfach gar nicht sein muss. Oh nein, und er schießt ihn einfach in den. Oh, fuck. Egal. Wieder wird der Schuss geblockt. Es ist. Boah, es darf nicht mehr passieren, weil es regt mich halt. Ohne Scheiß, es regt mich gerade so sehr auf, jedes Mal, wenn ich so einen Schuss geblockt wird. Weil ich jedes Mal denke, es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass jeder verfluchte Schuss geblockt wird. Alter, mach den doch einfach rein, Vidal. Oh. Den hält Leno, ja. Gibt's wieder Verlängerung? Was sind denn das für Spiele? Oh, es gibt wieder Verlängerung. Es ist so anstrengend, jedes Mal Verlängerung spielen zu müssen. Fuck. Puh, Moment, ich brauche jetzt kurz die paar Sekunden, um runterzukommen. Ich muss einfach wieder runterkommen. Ich muss einfach runterkommen. Ich überlege halt, ich schieße ich zu spät teilweise, lasse ich mir zu viel Zeit beim Schuss. Warum sollte ich das jetzt anders machen als früher? Ist egal. Einfach runterkommen jetzt. Ich brauche kurz die paar Sekunden. Okay, ich muss in mich gehen. Es steht 0-0, du hast extrem gute Chancen gehabt, ja, der Gegner auch teilweise, aber das waren nur kurze Phasen, du warst über den größeren Teil des Spiels der bessere Spieler. Es muss einfach nur noch mal ein so ein Schuss reingehen. Frei zum Schuss kommen. Schneller schießen. Komm schon, Baby. Okay, ich werde jetzt auch versuchen, wenig zu reden, einfach um mich besser konzentrieren zu können. Ach ja, ich wechsle mal noch Latza. So, jetzt einfach konzentrieren.
Minimum gelb. Ja, ist kein rotes Gelb. Was? Riesenchance, die Sokrates da nicht macht. Unglaublich. Ich müsste natürlich jetzt führen. Es war komplett meine Hälfte. Ich weiß nicht, was Sokrates da macht, wie er den aus der Entfernung übers Tor köpfen kann. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie gesagt, ich rede nicht, weil das würde mich sonst zu sehr aufregen. Auch schon wieder geblockt, die Schuss, scheißegal. Oh, da geht er auf dem Elfmeterschießen, krass. Nein, oh. Oh, Halsmaul, ey. So ein Assi. Er geht auf Elfmeterschießen. So ein Spaß. Und ich sehe es jetzt schon kommen, das wird dann wieder nicht bestraft werden. Da wird wieder Lucky gewinnen. Es wird einfach wieder so kommen. Es gibt einfach keinen Karma im FIFA 17. Ist mir schon so oft aufgefallen. Scheiße. Oh, das ist das fünfte Elfmeterschießen, glaube ich. Irgendwann muss ich ja mal eins verlieren. Und ich sehe es jetzt schon kommen. Ich hätte hier so dicke Fette gewinnen müssen, dass ich jetzt verlieren werde. Aber egal. Ich konzentriere mich, ich verschieße keinen, versuche die des Gegners zu halten. Und dann schauen wir, wo uns das hinführt. Ganz einfach. Kein Verschießen, kein zu straff aufziehen. Wichtig.
unverdiente Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass der Spaß jetzt gewinnt, ey. Ich wusste es. Oh, fuck you. So eine unverdiente Dreckscheiße wieder mal. Komplett unverdient. Der war auch nicht besser im Elfmeterschießen, hat halt einfach Glück, dass er besser antizipiert hat. Das war alles. Er hat auch keinen unhaltbaren Elfmeter geschossen oder so. Und ich habe meine auch nicht verschossen. Er hatte einfach nur verfluchtes, scheiß, dreckiges Glück. Oh, ey, das ist so bitter. Es ist so bitter. Fuck. Und es ist halt so wichtig. Es ist halt so wichtig. Es ist jetzt die dritte unverdiente Niederlage. Wir haben noch 3 Spiele. Wenn wir Elite 3 erreichen wollen, was ja das einzige nächste Ziel wäre, bräuchten wir 3 Siege. Oh, klar, rein theoretischerweise ist es drin. Wir haben ja schon größere Serien jetzt auch in der Weekend League hingelegt. Aber das halt dann so ein Spiel verlieren müssen. So ein Scheißspiel, ey. Das ist halt einfach nur beschissen. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Und wieder kein Tor von unserem Stürmer. Ich drehe echt langsam durch. Am meisten regt mich halt wirklich auf, dass einfach diese verfluchten Schüsse alle geblockt werden und wir deswegen keine Scorerpunkte erzeugen können. Es ist so zum Kotzen. Meine Fresse, ey. So nervig, behindert Scheiße, Mann. Das kann doch nicht sein. Das ist, kann doch... Boah, die Gegner können wir nicht so gut verteidigen, dass ich nie zum Schuss komme. Fuck you. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.